Hallo, ich mache jetzt mein erstes YouTube-Video überhaupt, weil ich möchte euch diese Videobotschaft rüberbringen. Bis jetzt habe ich bloß meine Wellensittiche gefilmt, denen macht es nicht so viel aus oder Musik reingestellt. Aber keine Angst, ich werde jetzt nicht singen. Mir fällt es nicht leicht, da ich sehr kamerascheu bin und Anfänger einfach in diesen Dingen. Wenn ich wegschaue von der Kamera, liegt es aber an meinen Notizen, die sind hier unten. Und die brauche ich ein bisschen, damit ich einfach ein verständlichen Text rede und nicht das Konzept verliere. Ich werde diesen Text dann auch unten in der Box in YouTube unter dem Video verlinken, sodass ihr das nachlesen könnt, wenn ihr das möchtet. Mir ist das Thema einfach super wichtig und ich denke, da gibt es einiges Interessantes. Ich schaue viele YouTube-Videos auf Englisch an, aber das macht ja nicht jeder und deswegen möchte ich euch einfach auf Deutsch jetzt einfach das rüberbringen, was mir wichtig geworden ist. Und ich sag's gleich vorweg, ich setze kein Datum fest, ich lege mich nicht fest auf irgendwas. Es geht um eine grobe Richtung, um eine Möglichkeit, die aus meiner Sicht auch biblisch fundiert ist und zu der ich stehe. Aber es ist nur meine persönliche Meinung und ich möchte auch keine Diskussionen auslösen über diese Themen. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Es geht um die Entrückung. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich mich seit längerer Zeit damit befasse. Und ich erzähle sogar Leuten auf der Straße davon, die es hören wollen oder auch nicht hören wollen. Natürlich bedränge ich niemanden, sondern ich höre dann auf, wenn ich merke, es gibt kein Interesse. Was ist die Entrückung? Dazu gibt es bereits viele Videos, wo man das nachsehen kann. Ich fasse es aber hier nochmal kurz zusammen. Die Entrückung. Das bedeutet, dass Jesus seine Gemeinde wegnehmen wird von der Erde, blitzartig, in einem Augenblick. Das ist für andere unsichtbar, nur die Konsequenz wird sein, dass plötzlich sehr viele Menschen fehlen. Darüber gibt es Romane, Filme und in der Bibel steht davon in den Paulusbriefen, zum Beispiel in 1. Korinther 15, ab Vers 50. Ich sage euch ein Geheimnis. Also er hat praktisch was ganz Neues geschrieben, was vorher noch nie so jemand im Detail beschrieben hat. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden aufgeweckt, unvergänglich. Und wir werden verwandelt. Also mit den Toten sind die gemeint, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Hier geht es jetzt nicht um die Massenauferstehung von allen Toten. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten. Und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihm zusammen in die Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten. Punkt. Das ist eine so wunderbare Botschaft. Das gegenseitig trösten. Also es ist keine Botschaft, die Angst machen soll oder irgendwelche Befürchtungen wecken, sondern es ist eine positive Nachricht. Es gibt nichts Schöneres, als hier dabei zu sein und in den Himmel umzuziehen, wenn die Zeit dafür reif ist. Mit ihm gehen alle, die eine echte Beziehung zu Jesus haben, also die mit ihm verbunden sind von Herzen, die wiedergeboren sind, sagt man auch dazu, die sein Angebot angenommen haben, zu ihm zu gehören, an ihn zu glauben und denen die Sünden vergeben sind. Unsere Heimat ist dann tatsächlich im Himmel. Und in allen Generationen gab es natürlich viele Christen, die in dieser Hoffnung gelebt haben. Aber erst jetzt ist die Entrückung wirklich aktuell geworden, weil und relevant, weil nämlich die Zeichen der Zeit dafür erfüllt sind. Die Meinungen gehen dann auseinander, ob die Entrückung vor diesen 7 Jahren Trübsal geschieht, mittendrin oder am Ende. Ich habe mich dafür entschieden, am meisten Sinn macht für mich die Entrückung vor der Trübsal. Man nennt das Pre-Tribulation. Aber darüber gibt es schon so viele Videos, das möchte ich hier jetzt nicht erklären, warum ich das so denke.
Ich möchte euch heute erzählen, warum ich persönlich glaube, dass die Entrückung vermutlich dieses oder das nächste Jahr stattfindet. Ich sage den Leuten immer in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, aber wenn ich mal meine eigene Ausarbeitung hier nochmal genau anschaue, dann muss ich das eigentlich korrigieren und sagen, dieses oder nächstes Jahr. Ihr werdet nachher sehen, warum ich das so sage. Mir ist schon klar, dass niemand den genauen Zeitpunkt kennt und dass es auch bisher schon viele falsche Vermutungen gab. Ich füge jetzt halt eine dazu, falls ich Unrecht habe. Laut Bibel sollen wir nämlich die Zeichen der Zeit beobachten und jederzeit den Herrn Jesus erwarten. Jederzeit bereit sein. Ich möchte also wirklich keine falschen Behauptungen aufstellen. Jeder darf für sich entscheiden, wie er das zeitlich einordnen möchte. Als erstes nenne ich eine persönliche Beobachtung, dann das, was Jesus zu seinen Jüngern darüber sagt und dann nochmal persönliche Erfahrungen. Also erstens, ich habe beobachtet, dass bis 2018-19, das hat mich einfach schon immer interessiert, da gab es nur eine Handvoll Videos zum Thema Entrückung. Rapture auf Englisch. Ich schaue natürlich Deutsch oder Englisch, ganz egal. Seit Anfang 2020 ist aber die Anzahl geradezu explodiert. Man kann nicht mal sagen, exponentiell oder irgendwas angestiegen, sondern es ist explodiert. Besonders auf Englisch findet man sehr viele Videos. Es gibt ganz viele Leute, die online gehen und sagen, ich mache jetzt mein erstes YouTube-Video, denn ich muss euch unbedingt was sagen. Entweder die haben was geträumt, eine Vision gehabt, oder es ist ihnen einfach wichtig geworden und sie möchten über die Entrückung reden. Und so gibt es so viele. Es ist unzählbar. Und ich schließe mich da an. Ich habe zwar keinen Traum gehabt oder so, aber ich habe auch dieses dringliche Empfinden, dass es bald sein wird. Es ist einfach so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl. Und ich habe natürlich auch handfeste Gründe, da komme ich dann später dazu. All diese Träume und Visionen passen zusammen. Die sind biblisch, also soweit ich bisher gesehen habe, sind fast alle irgendwie biblisch korrekt, also passen in das biblische Schema rein. Und sie ergänzen sich auch, sie haben sehr viele Parallelen untereinander und es gibt wie so ein Bild, das aus vielen Puzzleteilen besteht. Das kann überhaupt kein Zufall sein, dass das plötzlich so zugenommen hat, dass so viele Menschen Träume erhalten und Visionen zu diesem Thema. Auch Menschen, die das sonst gar nicht so bekommen. Das ist natürlich kein Beweis und nochmal, ich möchte hier gar nichts beweisen, aber ich möchte auf was hindeuten und sagen, okay. Seid bereit, dass Jesus bald kommen könnte. Und für alle, die zurückbleiben, sage ich dann noch, es waren nicht die Aliens, es waren nicht die UFOs und es war auch nicht der Coronavirus. Da gibt es nämlich jetzt anscheinend schon Vorbereitungen, dieses Verschwinden des Kommen wird zu erklären, denn auch in der anderen Seite der geistlichen Realität gibt es Menschen, die Wahrsager oder ähnliches Botschaften bekommen von der anderen Seite sozusagen und also von unten. Und die sagen, ja, es wird passieren. Es werden Millionen von Menschen verschwinden. Und wir brauchen eine Erklärung. Die wollen nämlich nicht, dass noch mehr Leute an Jesus danach glauben, sondern die wollen es so erklären, dass niemand auf die Idee kommt, das war irgendwas Christliches. Der zweite Grund, warum ich glaube, dass die Zeit nahe ist, sind die Zeichen der Zeit. Die Jünger fragten Jesus, wann er wiederkommt. Die meinen damit sichtbar wiederkommt, so wie er es dann auch ihnen verheißt, runter auf den Ölberg und in Israel ein Reich aufrichtet, sichtbar auf der Erde. Er hat es dann beantwortet, sehr ausführlich, und hat Dinge genannt wie Seuchen, Erdbeben, Tsunamis, also Wogen der Wellen, Verfolgung und das sei der Anfang der Wehen, also so wie Vorwehen bei einer Geburt. Wenn das anfängt zu geschehen, steht da, dann erhebt eure Häupter, da eure Erlösung naht. Und er beschreibt außerdem auch die echten Wehen, also die dann innerhalb dieser sogenannten Trübsalzeit stattfinden. Man kann das alles nachlesen in Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. Es ist jetzt zu viel, wenn ich das alles zitiere, das möchte ich nicht. Aber für alle Insider möchte ich erklären, dass diese Endzeitreden von Jesus sehr viel Missverständnisse hervorrufen können, weil
Die Zeichen, die hier genannt sind, also was Jesus alles beschreibt, das sind Ereignisse, die sind zum Teil vor der Entrückung und zum Teil aber nach der Entrückung. Demzufolge werden diese Dinge oft verwechselt, die Entrückung und das zweite Wiederkommen. Oder sie werden auf den gleichen Zeitpunkt gelegt, also einfach zusammen in einen Topf geworfen. Das ist ein bisschen schade, weil das führt dazu, dass man Dinge nicht richtig interpretieren kann und sagt, die Zeichen der Zeit sind noch nicht erfüllt, dass Jesus kommt für die Entrückung. Oder sagen, es gibt keine Entrückung oder wie auch immer. Also es gibt so viel Diskussion drüber, aber das lassen wir jetzt. Die Reden sind von Jesus an seine Jünger gerichtet und diese Jünger haben ja quasi eine Doppelfunktion. Die sind ja einerseits die Apostel, auf denen die Gemeinde gegründet wurde und damit Grundsteine der Gemeinde. Sie gehören also zur Gemeinde, die entrückt wird, theoretisch, ne? Also ist schon vorbei für die, aber für uns nicht. Und andererseits gehören sie zu den Juden und Jesus spricht hier quasi schwerpunktmäßig zu Israel. Das geht aus den Texten klar hervor. Der Fokus ist Israel. Die Jünger fragten Jesus also nicht, wann ist die Entrückung, weil davon konnten die noch gar nichts wissen. Er hat es nie erwähnt. Darüber durfte Paulus später schreiben, und zwar als Geheimnis. Er durfte das ganz neu offenbaren als etwas, was vorher noch nie beschrieben wurde in der Bibel. Die Jünger fragten Jesus nach seinem sichtbaren Wiederkommen und Jesus hat es ausführlich beantwortet. Drittens, ja, warum ich glaube, dass es bald sein wird, da gibt es einen konkreten Hinweis, dem ich jetzt nur nachgehen möchte. Und mit dieser Auslegung stehe ich nicht alleine da. In Markus 13, direkt also nach diesen ganzen Endzeitreden, sagt Jesus, Markus 13, 28, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter gewinnen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch, wenn ihr seht, dass solches geschieht, so wisst ihr, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht oder Anmerkung Generation wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschieht. Es liegt nahe, dass der Feigenbaum Israel ist. Das wird an mehreren Stellen der Bibel so angedeutet. Es gibt Bilder für Israel, drei verschiedene Pflanzen, soweit ich weiß, der Feigenbaum, der Olivenbaum, also Ölbaum, und der Weinstock. Die gibt es im Alten und im Neuen Testament, diese Bilder. Und diese Generation, die also sieht, dass der Feigenbaum sozusagen ausschlägt oder saftig wird, die wird nicht vergehen, bis dass das alles geschieht, wovon Jesus redet, also bis zu seinem zweiten sichtbaren Wiederkommen. Wie lange dauert eigentlich eine Generation laut Bibel? Dazu gibt es diesen bekannten Vers, Psalm 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Also 70 bis 80 Jahre. Das kann man jetzt so interpretieren. Vom Saftigwerden des Feigenbaums bis zu seinem zweiten Kommen auf die Erde vergehen nicht mehr als maximal 80 Jahre. Heute wissen wir, Israel gibt es wieder seit der Staatengründung 1948 nach 2000 Jahren Pause. Man könnte also sagen, dass der Feigenbaum ab diesem Jahr 1948 wieder austrieb, also zum Leben erwachte. Wenn man dann maximal 80 Jahre dazu rechnet, landet man in 2028. Bis dahin sollte also das, worüber Jesus redet, geschehen sein, über die Bühne sein. Und das schließt die 7 Jahre Trübsalszeit ein. Dazu mehr in dem zweiten Video, das ich plane. Fortsetzung. Wir können also rechnen, 2028 minus 7 für die 7 Jahre, die noch kommen werden, das ergibt 2021. Wenn das stimmt, dann müsste die Entrückung spätestens 2021 stattfinden. Klingt das weit hergeholt? Also, ich denke nicht und viele teilen diese Auslegung, hüten sich aber eine Jahreszahl zu sagen. Aber das mache ich jetzt einfach mal, weil es ist nur konsequent, wenn man das mal durchrechnet. Viertens möchte ich noch zwei persönliche Erlebnisse erzählen. Auch das ist wieder kein Beweis, aber es sind doch interessante Begebenheiten für mich. Und ich hoffe einfach, dass es so auch eintrifft. Wir haben einige alte Apfelbäume und
die reifen spät. Die Ernte ist immer erst ab Mitte Oktober, manchmal Ende Oktober, so, wenn es Äpfel gibt. In manchen Jahren gibt es keine, so ungefähr alle 2 Jahre ruhen sich die Bäume irgendwie aus. Und es war nur 2018 bei der Apfelernte im Oktober. Ich hatte die vielen Obstkisten gefüllt und habe die ins Auto gerade geladen, war dabei, das alles rauszuschleppen. Es ist immer viel Arbeit. Und dann am Gartentor kam mir plötzlich der Eindruck oder der Gedanke, ich weiß nicht woher, das mache ich jetzt zum letzten Mal. Und ich dachte, komisch, wo kommt das jetzt her? Ich weiß nicht, ob es von Gott kam, ich hoffe es. Und habe es einfach mal mir so gemerkt, okay. In 2019 gab es dann witzigerweise drüben im Garten keinen einzigen Apfel. Dann im Sommer 2019 geschah was Ähnliches bei den Johannisbeeren. Wir haben 10 oder 12 Johannisbeersträucher und ich hatte beim Abernten oder beim ja teilweise Ernten das Gefühl, dass ich das zum letzten Mal mache, wieder das Gleiche. Also es war dann erledigt und ich habe daraufhin, normalerweise schneide ich danach die Sträucher zurück, so auf 12, 13 Triebe, so macht man das, so habe ich es gelernt. Das macht man aber nur, wenn man im Jahr drauf eine gute Ernte erwartet und größere Trauben haben möchte. Es geht dann leichter zum Ernten. Interessanterweise, ja, also ich habe sie nicht geschnitten, genau, das ist der Punkt dabei. Ich habe die Sträucher nicht geschnitten. Und interessanterweise gibt es dieses Jahr, jetzt 2020, keine Johannisbeeren. Was sagt ihr dazu? Es gibt also eine Handvoll, insgesamt auf allen Sträuchern vielleicht ein Dutzend einzelne, die können gerne die Vögel haben, die sollen auch was haben. Ja, ich kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal der Fall war, dass es keine Johannisbeeren gab. Also das kommt vor, aber wirklich vielleicht alle 10 Jahre. Manchmal gehe ich walken und ich laufe da so und begrüße die Leute. Und wenn ich sehe, dass jemand offen ist oder wenn Gott mir das aufs Herz legt, spricht die Person an, dann mache ich es einfach. Dann frage ich, wie es geht oder komme ins Gespräch und dann frage ich, ob sie was von der Entrückung wissen. Ich erzähle ihnen dann, wenn sie fragen, was das bedeutet, dass Jesus bald kommt und die Gemeinde mitnimmt. Und ich ermutige sie einfach der Sache nachzugehen und Jesus kennenzulernen. Ich gebe dabei das Risiko gerne ein, mich zum Idioten zu machen. So wie auch jetzt hier vielleicht. Wenn ich in 5 Jahren immer noch hier bin, dann habe ich mich halt geirrt und muss mich noch etwas gedulden. Aber wenn es stimmt und die Entrückung bald da ist, so wie ich vermute, dann ist es mir die Sache völlig wert. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und alles Gute. Schaut euch dann das nächste Video auch noch an. Ich mache eine Fortsetzung. Tschüss.